Haben Sie erlebt, dass Digitalisierung politische Prozesse beschleunigt hat, oder denken Sie, dass das auch so stattfindet? Nein, das ist neu. Das ist neu. Wir planen 4 Jahre und dann die nächsten und die übernächsten 4 Jahreszyklen. Im Jahr 2015 haben wir die Botschaft aufgesetzt, die heißt Bildungsforschungs-Innovationsbotschaft zu Handen des Parlaments. Botschaft für die Jahre 17, 18, 19, 20. Und in dieser Botschaft sind wir noch relativ zurückhaltend mit Einfordern von Mitteln. Im Jahr 15 war das richtig, die Einschätzung. Zwischenzeitlich sind wir im Jahr 17 und stellen fest, dass wenn wir mit dem Planungsschritten, das aus dem Jahre 15 vorangehen wollen, weiterhin, dann bleiben wir einfach zurück. Dann werden wir überholt und die Märkte finden dann irgendwo statt, aber nicht bei uns. Und das haben wir erkannt und ich habe im Ständerat auf den Tisch geklopft und gesagt, ich bin nicht bereit, mit dem Thema zu warten, bis dann die Planungsperiode 22 bis 24 auf uns zukommt. Ich will es jetzt. Und da hat das Parlament sehr gut mitgemacht.